Wie komt dus dat Abteilungen manchmal Königreichje zien? Entschuldigung, es ist das Resultat der Führung. Vielleicht ein bisschen Delegation, Empowerment komt totaal niet in vraag. Deze Woche von Delegation zum Empowerment. Ja, lieve Teilnehmer, was zijn die Gründen, waarom delegeren en dat proces van Delegation zum Empowerment, dat zich dat bij manche Führungskräfte slecht ontwikkeld had? Ja, wenn es geht um Delegieren, so man denkt manchmal, ja, das kann ich doch schneller. Vielleicht traut man seine Mitarbeiter, traut man sie nicht. Vielleicht hat man mal Angst, dass die Mitarbeiter mit seiner Entwicklung eigentlich besser ist als sich selber. Das könnte alle Gründe sein, warum das Prozess von Delegation zum Empowerment bei manchen Führungskräften eigentlich sehr schlecht ist. Und das alles mal bei sich hält und damit die Königreiche baut und damit eigentlich stockt die Entwicklung der Unternehmen und von Organisationen. Was ist dann mal das Unterschied zwischen Delegation und Empowerment? Delegation ist zeitnah, ist hat einen Anfang und ein Ende und Empowerment ist mehr ein Prozess. Dann ist auch Delegation ist funktionsbezogen. Und Empowerment ist mehr auf die Mitarbeiter bezogen, auf die Talente von den Mitarbeitern, ist auf Weiterentwicklung bezogen. Damit, wenn die Mitarbeiter sich weiterentwickeln, wird die Unternehmen sich weiterentwickeln. Sonst ist es, man kommt eigentlich nicht weiter. Dann ist auch nochmal so etwas sehr, sehr wichtig ist, wie geht man mit Information um? Ist es nun mal beschränkte Information? Ja, das sollten Sie doch nicht wissen oder so. Das ist doch mal nicht für allen. Oder ist es wirklich basiert auf Empowerment, auf Transparenz? Erfahrt die Mitarbeiter es als Pflicht, Dienst nach Vorschrift, Attitüde, Verhalten? Oder ist es so, dass ihr wirklich sagt, ja, okay, ich fühle mich wohl, daran zu arbeiten und ich bin motiviert dafür. Das meint, natürlich ist das alles auch situationell. Situationell meint, ja, ist es etwas urgent oder haben sie alle Zeit in die Welt? Ist die Mitarbeiter ein halbes Jahr dabei oder ist die 10 Jahre dabei? Ist es basiert auf die Ambitionen von ihren Mitarbeitern? Kennen sie ihre Mitarbeiter? Das ist natürlich alles situationell, das ist kein Rezept. Das verstehen Sie. Doch, um das Prozess mal wirklich anzugehen, vielleicht ein bisschen stärker als Sie bis heute tun, ist meine Anregung heute, um von Delegation zum Empowerment zu kommen, meine liebe Zuschauer, unser Tipp für diese Woche, für dieses Prozess ist, nehmen Sie ein Risiko pro Tag. Das meint auch 5 pro Woche. Und das meint vielleicht 20 in einem Monat. Natürlich, Führung ist umgehen mit Veränderungen. Und auch dazu gehört das Prozess von Delegation zum Empowerment. Dazu gehört ein Tipp. Ein Risiko pro Tag. Denken Sie mal am morgens, welches Risiko würde ich nehmen? Und vielleicht ist es unterwegs, ist es weer ein Tag. Das kann man natürlich nicht alles genau planen. Sie sehen wieder das Bild. To learn, to think and to apply. Sie haben die Kenntnis. Sie haben den Tipp, denken Sie darüber nach und Sie kennen die Anregung, wenden Sie es an, ein Mensch lernt nur aus eigener Erfahrung und damit würden Sie automatisch auch basiert auf wie Sie sind, authentisch führen. Viel Erfolg dabei! Wir haben noch viele weitere wertvolle Empfehlungen für Sie auf Lager. Bleiben Sie uns treu und holen Sie sich jede Woche das beste Fachwissen für Ihre Entwicklung.